Seit den Anfängen von computergenerierten Grafiken, sogenannten CGI, in den 1960er Jahren, haben sich die Möglichkeiten dieser Technik stark weiterentwickelt. Kreativen Künstlern ist es mit der 3D-Software heute möglich, kreative Gestalten auf den Bildschirm zu bringen. Bis heute sind allerdings die meisten digitalen Charaktere von unserer realen Welt getrennt. Schaut man zum Beispiel in Vergnügungsparks, so findet man sogenannte Animatronics. Das sind bewegliche Figuren in der Gestalt von Tieren, Filmcharakteren oder sonstigen Fabelwesen, die meist sehr realistisch ausschauen. Zum größten Teil sind diese Maschinen aber an Ort und Stelle fixiert und können nur vorprogrammierte Mechanismen ausführen. Werfen wir einen Blick in die Welt der Robotik, sehen wir hauptsächlich Roboter, die für die Erfüllung einer spezifischen Aufgabe ausgelegt wurden. Ein konkretes Beispiel sind mobile Roboter, die vierbeinig in der Lage sind, um autonom durch schwieriges Terrain zu navigieren. Dank Sensoren können sie ihre Umwelt wahrnehmen und damit interagieren und Daten darüber sammeln. Ein bekanntes Einsatzgebiet ist daher die Überwachung von gefährlichen Anlagen. Allerdings sind diese Roboter eher ein Forschungsgebiet und werden noch nicht großflächig eingesetzt. Wir vom Fokusprojekt Diana haben uns die Aufgabe gesetzt, die Brücke zu schlagen zwischen dem fantastischen Reich der Animation und der beeindruckenden Welt der mobilen Robotik. Mein Name ist Sophia und zusammen mit meinem Kollegen Peter möchte ich Ihnen heute unser Projekt vorstellen. Bis heute existiert keine Möglichkeit, animierte Bewegungen auf einem Roboter in der realen Welt abzuspielen. Unsere Vision ist es daher, eine vierbeinige Roboterplattform zu entwickeln, auf die dynamische Bewegungsabläufe aus Computeranimationen effizient übertragen werden können. Getauft haben wir diese Vision mit dem Namen Diana, eine Wortkomposition aus den englischen Begriffen Dynamic und Animatronic. Existierende Roboter vermitteln mit ihrem technischen und funktionalen Aussehen selten Sympathie. Deswegen legen wir einen besonderen Wert auf ein ästhetisches und vor allem freundlich anmutendes Erscheinungsbild. Diana soll sich nicht nur in unterschiedlichen Gangarten im Schritttempo fortbewegen können, sondern auch ihre Körpersprache nutzen, um im Betrachter Zuneigung zu erwecken. Für die Größe und den Aufbau von Diana haben wir uns an der echten Tierwelt orientiert. Die Proportionen des Körpers basieren nämlich auf der Anatomie eines Luchses. Das enge Zusammenspiel von Technik und Design macht unser Projekt sehr interdisziplinär. In unserem Team sind 14 Studierende aus 4 verschiedenen Fachbereichen von 4 Hochschulen vertreten. Um die vielen Herausforderungen gut zu meistern, haben wir uns in unterschiedliche Teams unterteilt. Die erste Gruppe war für die Auslegung und Herstellung der Mechanik verantwortlich. Außerdem ist auch die Software, die nötig ist, um einen vierbeinigen Roboter zum Laufen zu bringen, mit sehr viel Arbeit verbunden. Dieser Herausforderung haben sich 4 weitere Teammitglieder gestellt. Neben Mechanik und Software braucht es auch eine funktionierende Elektronik. Mit deren Auslegung und Gestaltung hat sich unser Electrical Team beschäftigt. Während unsere 4 IndustriedesignerInnen sich mit dem Charakter und dem Aussehen von Diana befasst haben. Kommen wir nun zu den Einzelheiten von Diana. Wir beginnen mit dem Herzstück des Roboters, dem Torso. Hier sorgen 3 Carbonstangen, verbunden mit 2 Endplatten aus Aluminium dafür, dass sich der Rumpf während dem Gehen nicht verformt. Der Computer und weitere elektrische Komponenten sind mit 3D-gedruckten Anbauteilen auf den Carbonrohren befestigt.
Die Lithium-Ionen-Batterie, welche übrigens normalerweise in elektrischen Skateboards zum Einsatz kommt, ist geschützt unter dem Torso verstaut und erlaubt es Diana, mindestens ungefähr eine halbe Stunde umherzulaufen. Für die Bewegung der drei Freiheitsgrade in den Beinen kommen 12 kompakte Aktuatoren mit viel Drehmoment zum Einsatz. Die vier Oberschenkel sind aus Aluminium gefertigt, während die restlichen Beinsegmente aus Carbonrohren bestehen, um Gewicht zu sparen. Die Hüftrotation wird durch Motoren gewährleistet, die an den Endplatten des Torsos befestigt sind. Die restlichen Gelenke erlauben eine Bewegung bzw. eine Beugung und Streckung der Hüfte und der Knie. Sie werden über Pleuelstangen durch die Aktuatoren bewegt. Wie man hier sieht, ist das Vorderbein, oder besser gesagt das Hinterbein, anders als das Vorderbein, mit einem zusätzlichen Fußgelenk ausgestattet. Dieses ist mit dem Kniegelenk so mechanisch gekoppelt, dass das unterste Beinsegment immer in einem konstanten Winkel zu dem obersten steht. Dadurch benötigen wir keinen weiteren Aktuator für die Bewegung des Fußgelenks. Nun kommen wir zu einem weiteren Teil, der Diana von anderen existierenden Robotern abhebt: das Design. Die organisch geformte Verkleidung, die großteils in der Virtual Reality aufgebaut wurde, lässt Diana freundlich und verspielt wirken. Die schwungvollen Linien vermitteln Eleganz und Selbstbewusstsein, angelehnt an das Aussehen von einem echten Lux. Allerdings hebt das Design nicht nur Dianas animalische Seite hervor, sondern lässt auch Einblicke in die Technik dahinter zu. Zusätzlich hat die Verkleidung die Aufgabe, die Elektronik im Inneren zu schützen, falls Diana hinfällt. Durch Silikonpads in den Oberschenkeln zum Beispiel können Stürze abgefedert werden. Die animatronischen Komponenten wie Kopf und Schwanz sind für die Fortbewegung nicht essentiell. Sie dienen dazu, Diana eine tierische Gestalt zu geben und erlauben es ihr, über ihre Körpersprache verschiedene Emotionen zu zeigen, also direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Mit einem flexiblen Nacken aus Silikon kann Diana in alle Richtungen umherschauen. Dank der LED-Bildschirme als Augen wirkt sie lebendig und aufmerksam. Die Ohren sind ebenfalls beweglich, was es Diana ermöglicht, ihrem Publikum den Eindruck zu geben, dass sie neugierig zuhört. Dianas Schwanz ist auch aus Silikon, was eine natürliche Bewegung ermöglicht, an der wir noch etwas arbeiten. Er kann durch vier Seile auf verschiedene Arten angesteuert werden und somit eine Vielfalt an Emotionen zeigen. Die Entwicklung von Diana hat viele spannende Herausforderungen mit sich gebracht. Um den Interessen der Ingenieure und Designer gleichermaßen gerecht zu werden, waren Kompromisse und kreative Lösungen von uns allen gefragt. Denn auch bei rein technischen Elementen wollten wir Rücksicht auf die ästhetische Sprache nehmen. Gleichzeitig mussten wir sicherstellen, dass die Bauteile auch den mechanischen Belastungen standhalten würden. Hier kann man zum Beispiel die Entwicklung des Oberschenkels sehen. Angefangen bei einer rein technischen Version über einen ästhetischen Designentwurf auf der rechten Seite bis hin zum schlussendlichen Oberschenkel in der Mitte, welcher beide Faktoren vereint. Außerdem besteht unser Roboter aus vielen verschiedenen Materialien. Die Herausforderung war es, die Teile passend zu den jeweiligen Herstellungsverfahren zu konstruieren. Durch die Verwendung der unterschiedlichen Materialien haben sich außerdem die Schnittstellen zwischen den Einzelteilen als komplex erwiesen. Dafür haben uns die Materialkombinationen eine Fülle an Möglichkeiten eröffnet. So konnten wir tragende Strukturen stabil gestalten und mit leichten Teilen aus schnellen 3D-Druckverfahren das Design realisieren. Eine weitere Herausforderung war es, die Animation des Künstlers auf Diana zu übertragen. Das hat das Zusammenspiel von mehreren komplexen Softwarepaketen erfordert. Der Workflow gestaltet sich wie folgt. Zuerst werden aus der Computeranimation wichtige Kenngrößen, wie zum Beispiel die Winkel zwischen den einzelnen Gliedern in den Beinen, auf unser Robotermodell übertragen. Dann wird überprüft, ob diese künstlerischen Inputs überhaupt physikalisch realisierbar sind. Dies dient dann als Grundlage für eine Echtzeitoptimierung der Bewegungen. Schlussendlich werden die optimierten Bewegungen in Befehle für die Aktuatoren umgewandelt. Und Diana setzt die Bewegungen aus der Animation
in der realen Welt um. An diesem Punkt möchten wir unseren vielen Sponsoren danken, die es uns durch ihre großzügigen Beiträge ermöglicht haben, unsere Vision in die Wirklichkeit umzusetzen. Falls Sie noch mehr zu unserem Projekt erfahren wollen, freuen wir uns darauf, Sie heute um 3 Uhr im Live-Chat begrüßen zu dürfen. Noch mehr Infos und Einblicke in unser Projekt finden Sie auf unserer Webseite diana.ethz.ch oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bis später.